Ahoi, ihr Piraten da draußen! Rare hat gerade die Patchnotes und einen kleinen Trailer zum aktuellen monatlichen Update Dark Relics veröffentlicht. Und was dieses Update mit sich bringt, erfahrt ihr im folgenden Video. Kommen wir als erstes zu Dark Relics an sich. Denn verschiedene Crews von Skeletten haben sich dazu entschlossen, der Order of Souls einige dunkle Relikte abzunehmen. Mit diesen Relikten führen sie merkwürdige und wahrscheinlich gefährliche Rituale durch. Also ist es mal wieder unsere Aufgabe, die Skelette aufzuhalten und die Relikte sicher zurück zur Order of Souls zu bringen. Die Quests dafür finden wir wie immer in der Taverne bei Duke. Wie auch schon im letzten Update bekommt jede Region ihre eigene Mission. Ja, jede. Denn Devil's Roar hat auch ihre eigene Mission, welche nur von Piratenlegenden gespielt werden kann. Für die erhöhte Schwierigkeit erhaltet ihr selbstverständlich in Devil's Roar auch mehr Loot. Auch neue Belobigungen gilt es, für euch wieder freizuschalten, also haltet euch ran! Solltet ihr noch keine Piratenlegende sein, habt ihr die Möglichkeit, die Ritualschädel, welche ihr im Verlauf der Quest erhalten werdet, beim mysteriösen Fremden in der Taverne abzugeben. Dadurch erhaltet ihr Fortschritte in Athenas Segen. Solltet ihr die Relikte und Schädel einfach bei der Order of Souls abgeben, erhaltet ihr natürlich Fortschritte bei der Order of Soul. Und auch dieses Mal gibt es natürlich wieder neue Schiffsanpassungen zum Freischalten. Denn ihr erhaltet dieses Mal die Mercenary-Kanonen sowie das Steuer und die Spillwinde. Kommen wir nun zu einem weiteren neuen Feature, denn ab sofort gibt es sogenannte Repass-Chests auf den Sea of Thieves zu finden. Diese Repass-Chests sind für jeden Piraten über die Karte und mysteriöse Lichtstrahlen zu sehen. Diese Kisten spawnen ausschließlich in Schiffswracks. Solltet ihr eine ergattert haben, so könnt ihr sie zu Duke in die Taverne bringen und gegen Dublonen bei ihm eintauschen. Kommen wir zu einem weiteren Feature. Mein Gott, das ist ein großes Update. Denn Ruderboote haben ab sofort Harpunen. Warte, Harpunen? Oh Gott, ich will gar nicht wissen, was man damit jetzt alles wieder Dummes anstellen kann. Also, tobt euch aus! Tja, zu guter Letzt bekommen wir endlich das neue Matchmaking-System und einige kleine Änderungen zu The Arena und dem Abenteuermodus. Wenn ihr wissen wollt, was diese kleinen Änderungen sind, dann könnt ihr gerne in die Patchnotes schauen. Ansonsten war es das auch schon wieder von meiner Seite. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von diesem Update haltet. Und wir sehen uns wieder, wenn der Wind auf den Weltmeeren wieder richtig steht. Bis dahin, Ahoi!